Hey, ja, herzlich willkommen zurück zu Dark Souls Remastered. Wir haben von Blighttown eine kleine Pause eingelegt, einfach um nach Hilfe zu suchen, zu gucken, ob man irgendwo nochmal stärker werden kann, sei es durch neue Items oder einfach durch Seelen, die man dann wieder investieren kann. Und wir haben Moonlight Butterfly gefunden und mit dem zweiten, glaube ich, Versuch geschafft gehabt. Und mit den Seelen, die wir bekommen haben, haben wir nochmal unser Equipment, das Broadsword, was wir als Standardwaffe nutzen, auf 5 gebracht. Und ich hoffe einfach mal, das hilft so ein kleines bisschen. So, wir haben 6 Purple Moss Clumps. Die Idee sollte sein, gerade auch, vor allem auch mit 9 Estus Flasks, dass wir jetzt hier den Anfang machen, durch dieses Giftzeug da durchmarschieren, einen der Purple Moss Sachen nutzen, hoffentlich genug Estus Flasks noch haben, damit wir den Boss versuchen können. Alternativ, das ist die Überlegung, die ich jetzt hier schon seit einer gewissen Zeit, auch vor der Aufnahme jetzt schon hatte. Und zwar, man könnte überlegen, Humanity zu nutzen. Mit der Humanity sollte ich die Möglichkeit haben, wieder zum Mensch werden zu können. Dann könnte ich einen hoffentlich NPC in Solaire mit in den Kampf beschwören, der mir hilft. Genau. Alternativ, man könnte überlegen, gleich 2 davon zu aktivieren. Ich bin mal so frei, nutze nicht diese Twin Humanities. Denn, wenn ich es richtig verstanden habe, nämlich eine der Sachen, die ich nachgeguckt habe, man bekommt... Ich wollte sagen, man bekommt mehr Estus Flasks, also 10 statt 5, wenn man ein Bonfire kindelt. Cannot kindle by hallowed. Aber jetzt hatte ich gerade eben meine Estus Flasks von 9 wieder auf 10 erhöhen können. Also, ich bin mir weiterhin nicht sicher, wie das genau funktioniert, aber ich nehme es natürlich dankend an, dass ich das jetzt hier nochmal so bekommen habe. So, wir werden den Anfang in aller Ruhe machen, so wie wir es kennengelernt haben. Und man muss wirklich sagen, es ist extremst angenehm, wie schnell wir die jetzt besiegen können. So, lass uns die einen beiden jetzt hier mal ganz kurz herbeifliegen. Lass uns die schnell ausschalten. Natürlich. Ich meine, es ist noch nicht viel Schaden, geht in Ordnung. So, den wollen wir definitiv auch noch holen. Ich glaube, beim dem einen Versuch, wo wir dann nach oben geflüchtet sind, wenn man versucht, an dem vorbeizulaufen, man läuft leider volle Kanne in die Suppe rein, die einen vergiften kann, wenn man versucht, an dem einfach nur vorbeizukommen. Okay, wunderbar. Ich werde auch versuchen, mit den Klamotten, die wir jetzt hier gerade haben, weiterzumachen. Einfach weil es mir sehr gut gefällt, wie schnell ich bin. Ohne gefühlt allzu viel zu verlieren. Anderswertig. Ansonsten, ich hatte natürlich auch so ein bisschen, wie gesagt, nirgends nachgeguckt, wichtig, aber halt überlegt gehabt, ob es irgendwie Optionen gibt. Vielleicht sowas wie Poison Resistance zu bekommen. Und ich muss leider zugeben, ich habe keine Ahnung, ob das existiert. Was ich mir vorstellen kann, dass es tut. Aber ich weiß leider nicht, wo. Ich denke, das ist natürlich so das Problem. Es kann, wenn wir Pech haben... Oh, ich habe die gerade da... Die Schatten von den Mistviechern gesehen gehabt. Wow! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay. Yep. Okay, okay, okay. Ich beeile mich. Denn was ich definitiv vermeiden will, ist klar, dass ich von dem einen Idioten getroffen werde. Aber natürlich auch anders werde ich, dass ich nicht zu viel HP jetzt an Gift verliere. Umso mehr HP ich habe, umso weniger an Estus muss ich logischerweise verbrauchen. Okay, einer, der wenigstens ernsthaft ist. Und sagt, man sollte das nicht so machen. Okay, das Mistvieh. Be wary of locking on. Okay, das ist schon mal gar nicht mal schlechter Tipp. Amazing Chest, ja, den Witz kriegen wir. Den kennen wir auch. Was haben wir gelernt? Wir müssen irgendwie realisieren, dass wir A, nicht in das Feuer latschen, aber das ist nichts Neues. Wir müssen irgendwie gucken, ob es eine Möglichkeit gibt, mehr Stellen zu bekommen, wo wir ernsthaft angreifen können. Denn... In erster Linie, meines Erachtens, funktioniert das nur,
So. Wow. Toll. Probieren wir das erneut. Und ich hoffe einfach mal, dass wir vielleicht nicht sofort gleich umgebracht werden. Ganz kurz das hier wieder haben wollen. So, ich werde es jetzt mal ganz kurz anvisieren müssen. Einfach, weil ich das Gefühl habe, dass ich damit immer noch besser dastehe. Sehr aggressiv. Okay, haben wir damit zumindest mal so ein bisschen den Anfang. Oh. Das sieht ein bisschen besser mit dem Schaden aus. Ist nicht unmöglich mehr. Ja. Okay, das wird definitiv ein Problem. Oh. Schon ein bisschen zu viel Feuer für meinen Geschmack wieder. Hey. Mhm, je mehr Feuer, Goop. Oh, shit. Ja, okay. Das ist mein Fehler. Oh, ich hab's irgendwie geschafft, dran vorbeizukommen. Never mind. Toll. Ich muss zugeben, ich habe leider keine Ahnung, wie häufig ich das jetzt hier noch versuchen soll, bevor ich realisiere, dass ich hier weiterhin es nicht gebacken bekomme. Bis irgendwas, was ich anlegen könnte, was mir... Das Problem ist ja nicht mal vor allem die Tatsache, dass ich nicht Schaden mache, sondern wirklich mehr, dass ich einfach zu sehr auf die Fresse bekomme. Klar, man kann immer sagen... Vielleicht brauche ich wieder anderes Equipment. Aber halt selbst mit dem schwereren hatte ich das Problem, dass ich konstant getroffen worden bin. Okay, das ging erstmal noch in Ordnung. Leider muss ich ganz kurz hier... No, come on. Oh. Hat einfach mal aus Sicherheit gerollt. War mir aber jetzt nicht sicher, was genau kommen wird. Oh. Okay, nutzen wir mal so ein bisschen die... Größe des Areals, um von dem Feuer komplett wegzukommen. Oh, er hat leicht schräg gespuckt. Interessant. Wow. Hoho. Okay. Wow, shit. Okay, ja, spuck du nur ins Nirgendwo. Das ist mir erstmal soweit recht. Ja, das Problem ist, ich muss in, glaube ich, diesen Augenblicken angreifen. In den Augenblicken, wo er spuckt. Wow. Ist sehr einfach, von dieser Teil getroffen zu werden. Achtung. Okay. Das schien grundlegend erstmal so weit in Ordnung zu gehen. Muss ich trotzdem aufpassen. Ja, das war einer zu viel. Mir missfällt diese einzelnen Kleckse, diese mittlerweile. Wow! Du hast mich trotzdem irgendwie simpel treffen können. Nicht cool. Nicht cool! Hey, ich hab Rollen gedrückt. I can only do so much. Na, jetzt bin ich leider so ein bisschen aus dem Rhythmus raus. Okay. No. Achtung. Ich nehme mittlerweile sehr viel Abstand, wenn sie diesen Schwung macht.
Ich weiß auch nicht wirklich, was ich machen soll, wenn sie diesen Stich mit drin hat. Weil der... Doch, große Distanz. Okay, okay. Sie kann sich munter drehen, wenn sie diesen Schwertangriff einsetzt. Also in der Zwischenzeit angreifen ist leider auch nicht drin. Naja, spooky spooky. Okay. Neue Feuerebene, da müssen wir aufpassen. Alles gut, alles gut. Nicht mehr. Ja, wenn ich es schaffen könnte, dass sie nur den Schwing einsetzt, nicht den Stich. Ja, hier kommt er. What? Okay. Ich denke, wir müssen ernsthaft überlegen, dass ich einen Humanity einsetze, mich menschlich mache und hoffe, dass mir das hilft. Here we go. The fuck? Okay, du bist neu. Okay, ich glaube nicht, dass du echt bist. Du stellst dich da und fühlst mich ein bisschen zu dumm an. Oh cool, natürlich konzentrieren die sich weiterhin ja auf mich und nicht auf den Gegner. Wow. Okay, ich habe diesmal 6 Estus Flats noch. Retrieve remaining power. Oh, hat die mir jetzt hier Power gegeben? Und Humanity. Butcher's Knife, wow. Okay, also das ist definitiv kein echter Spieler gewesen. Gut, jetzt erhoffe ich mir natürlich, dass hier irgendwo ein Summoning-Sign auftaucht. Denn ich denke, mit Solaire an meiner Seite sollte ich das schaffen können. Yeah, boy. Gut, Moment, du bist nicht Solaire. Okay. Sure. Okay, also die ich gerade besiegt habe, kann ich jetzt hier als Phantom dazu rufen. So, jetzt warten wir mal ganz kurz, bis sie dort ist, weil das dauert aus irgendwelchen Gründen immer noch ein bisschen. So, Man Eater Mildred. So, und du alleine sollst mir jetzt hier helfen? Alright. Oh boy, here we go again. So, am Anfang anvisieren. Genau, das Falls hier. No, nicht seitlich springen. Shit. Oh ja, okay. Ist auch die Möglichkeit gegeben, dass sie sich auf sie konzentriert. Lass mich mal ganz kurz die Seelen sammeln. Sorry, Mildred. Aber sei mal so nett. Okay. Hi. Okay, Mildred kann scheinbar so ein bisschen Schaden einstecken. Das ist nicht doch halbwegs angenehm. Wow, okay, hi. Mhm, gut, ja, ja. Goddammit. Das konnte ich sogar blocken. Wie viel Schaden die einstecken kann. Ja, bitte nicht in Feuer stehen bleiben. Und auch nicht wieder reinrollen. Mildred, stop. Stop being stupid. I can't. Ah, ja. Can't take this.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, genau. Kümmer du dich um mich. What do we have here? Okay. Man hat sich nämlich auf einmal hingelegt gehabt auf das Vieh. Und das sah dann leicht merkwürdig aus. Wow. Das sah unangenehm aus. So, beide jetzt nicht bitte auf derselben Stelle stehen. Das kann ich nämlich nicht gebrauchen. Denn was in Ordnung geht, so doof es klingt, ist, dass sie unendlich viel Schaden nimmt. Ich hingegen eher weniger. Oh shit, oh shit, oh shit. Ja, da war ich so ein bisschen zu sehr eingekeilt auf einmal. Wow, no, no, no. Nicht mich. Sie hat noch ein... Oh boy. Dankeschön. Gute Hilfe. $20,000, ja. Puh. Ich gehe davon aus, dass man diesen Boss ohne Probleme alleine schaffen kann, aber ich gehöre nicht dazu. Ich gehe davon aus, dass es, wie gesagt, Möglichkeiten gibt, es angenehmer machen zu können. Also muss ich trotzdem mal so ein kleines bisschen hier aufpassen. Okay, das ist rein gar nichts hier. Ist das was? No. Sah so nach dem Weg aus, aber ich gehe davon aus, dass das über die Jahre hier einfach zugeklebt worden ist. Okay, und damit haben wir die zweite Glocke gefunden. Und jetzt muss ich vorhin noch ganz kurz gucken. Good luck. Ah, null upwards. Okay, Qualanx Domain, Ring the Bell Number 2, haben wir jetzt damit bekommen. Jetzt muss ich nochmal, genau, gucken, denn hier geht's munter weiter. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht die cleverste Richtung ist, oder vielleicht eine Richtung ist, die wir noch nicht gehen sollten, aber wenn wir hier schon sind, angucken will ich mir das natürlich trotzdem wenigstens. Talk. Oh dear, what have we here? Are you a new servant? I guess. Whoops, Alan, man muss es ja mit dem D-Pad machen. But you have no eggs. Ha, no matter. Go along and have audience with our fair lady. I pray that you will mind your manners. Okay, hier haben wir ein Bonfire. Da soll ich ja nicht Nein zu. Oh. Ihr seid nicht die gleiche Person, oder? Die andere ist vermutlich vorhin draufgegangen. Das wäre auch nicht möglich. Rest, I hope. So, was mache ich jetzt mit der Masse an Souls, die ich hier rumliegen habe? Ich vermute mal Level Up. Das ernsthaft auf 7800 zu reduzieren sollte in Ordnung gehen, hoffe ich mal. Ist irgendwas, was ich sonst überlegen sollte, damit zu machen? Ich würde maximal Items kaufen, Sachen upgraden, aber das ist alles noch nicht so teuer. Ich denke, ich mache das einfach mal so. So, mal gucken, was jetzt hier los ist.
Reinforced Estus Flask. Wir haben keine Firekeeper-Sound in der Zwischenzeit bekommen. Enter Covenant. Join the Covenant, abandon former Covenant. Und Achievement, unlock Covenant, Chaos Servant. No. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, was diese Covenants wirklich auf sich haben. Was haben wir denn hier so Feines? Liar ahead. Illusionary Wall. Ja, okay, das konnte ich mir... Tada. Das ist natürlich nicht schlecht. Der Lügner hat sich auf die Nachricht danach bezogen. So, meine Frage ist jetzt natürlich die nächste. Ist das irgendwas? No, scheinbar nicht. Oder noch nicht, who knows. So, wo geht's hier hin? Ganz bewusst, ganz gepflegt. Mit dem Schild in der Hand. Demon Runes. Was ist da hinten? So, ich guck mal, greifen die mich an? No. Du hast mich gepflegt in Ruhe, also warum liegt da so ein Totending herum? Trotzdem immer so ein bisschen vorsichtig sein. Okay, gibt es hier irgendwas, was ich aus der Entfernung schon sehen kann? Da ist ein Foggate, okay. Was denn? Sieht gleich unangenehm aus. Okay, so sehe ich mich hier weiter umgucken möchte. Wir hatten gesehen gehabt, wo wir hin müssen, um weitermachen zu können. Und zwar The Onion Knight hatte ja vor diesem Schloss da gewartet gehabt. Wo jedoch man nicht aktuell rein konnte. Und ich gehe mal davon aus, jetzt ist das für uns jetzt auch offen. So, dann sitzen wir im Firelink Shrine. Unser Bonfire. Ich denke, das sollte jetzt hier ganz klar sein. Wir sind jetzt hier erstmal fertig. Sind. Ich hätte ganz gerne den Boss alleine geschafft, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber mein Stolz ist da jetzt nicht zu groß, dass ich nicht auf Hilfe zurückgreife. Okay, das ist schon unten. Firelink Shrine. Das war relativ interessant. Als ich damals so ein bisschen das Ganze gespielt hatte, hatte ich in Erinnerung... Black Eye Orb. Dead. Hat jemand die Dame da unten drunter besiegt, umgebracht, wie auch immer. Invade World of Murderer of Firekeeper. Okay. Oh. Oh. Hast du da irgendwas zu sagen? Did you ring the second bell? That is incredible, I must say. But now, we have a new problem. It's noisy, it snores, and its breath is lethal. This is no laughing matter, I tell you. Damn, that stench. And I was really beginning to like it here. Maybe it's time I do something about it. Okay, also ich ziehe mal eins und eins zusammen. Der Kollege in Gold ist nicht mehr da und das Mädel ist tot.
Das ist interessant, denn... Da... Was tut mir da irgendwas dazu sagen? Oh, hello there. I'm pleased to see you safe, as always. If you provide the materials, I can teach you pyromancy. Pyromancy is the art of casting fire. Produce flame, then channel it. Just as our ancestors did. A pyromancer must be in tune with nature herself. My home, the Great Swamp, is an abundant store of nature. You will understand one day. It only takes time. Yeah, sure. Wait, friend. Where are you off to? Das Ding hatten wir also Schnarchen gehört gehabt. Ansonsten, ich bin ja immer noch menschlich. Kann ich jetzt mit euch reden? Oh, you again. What business have you? I don't suppose we can help, though. We accompany my lady on her righteous mission. It is quite a chore, but I'm stuck with her. And Nico, too. I can't very well abandon them now. Uh-huh, okay. Oh, hello. My guests have finally arrived. I will be departing with them shortly. So, I'm afraid I will be saying goodbye soon. It was a pleasure. Sure. Did I not explain the urgency of our tasks? Or are you so uncouth as to lack such judgment? By the looks of you, I should think not. Okay. Der eine Kollege ist relativ freundlich, die anderen eher weniger. Ich glaube, der eine hat nichts zu sagen. So. Dann ist die große Frage, was zum Kuckuck wir jetzt machen, wenn Firelink Shrine nicht mehr verfügbar ist. Ich denke, ich werde als erstes tatsächlich nochmal hier hochfahren. Und das Bonfire von Andre dann nutzen. Ich denke, damit kommt man auch relativ gut voran. So ein bisschen mehr Laufweg, falls man irgendwas beim Firelink Shrine in die Richtung machen möchte, aber gut. Ebenfalls, nochmal ganz kurz zurückzukehren, was ich hier wirklich kurz anmerken wollte, ist, dass gerade so am Anfang des Spiels, vor Jahren, wo ich das mal angespielt hatte, ich wirklich Firelink Shrine so als den Startbereich angesehen habe. Klar, man kann in unterschiedlichen Richtungen gehen, aber ich hatte auch in Erinnerung, ja, man war hier sehr häufig und ist immer wieder zurückgekehrt, was wir hier in unserem Playthrough bisher eigentlich nicht wirklich so mitbekommen haben. Okay, so, dadurch, dass mir jetzt hier einer folgt. Oh, wow. Ich will eigentlich nur an dir vorbeikommen, um... Okay, die Brücke ist dafür nicht geeignet. I get it. Dann komm hier rein. Das hat nicht getroffen. Okay, dann halt nicht. Doofi. So, dann erzähl mir mal, wenn wir jetzt hier gerade sind... Okay, er ist bei 8 Estus Flares geblieben. Offer Humanity and Kindle Flame. Wir sollen später da weitermachen. Ist das clever? Habe ich davon was Humanity hier zu behalten? Ich mach's mal. Ja, mal wissen, was passiert. Okay, das hat mir jetzt 10 gegeben. Ist das jetzt dauerhaft so der Fall? I hope so. Okay. Wir haben, wie ein bisschen angemerkt, in den Depths die Ratte zum Beispiel noch. Die, glaube ich, nicht ist so wichtig. Wir haben irgendwas anderes noch, was ich jetzt gerade... Ich meine, wir haben vermutlich irgendwas so oder so übersehen. Dadurch, dass wir die Ratte nicht gemacht haben, ist da vermutlich noch einiges an Weg, die wir noch finden dürfen. Wir haben aber auch noch die Möglichkeit... Da müssen wir mal herausfinden, wie, wann, wo... in das Undead Asylum zurückzukehren. Und ich meine, wir haben jetzt in der Vergangenheit schon mal umgeguckt, aber ich will es jetzt noch einmal machen. Ich will noch mal herausfinden, ob es da nicht doch was übersehen zu geben gab. So, wir gehen jetzt noch mal hier hin. Oh. Das habe ich zum Beispiel nicht gesehen gehabt.
Wie komme ich da hin, ist die Frage. Oh, da sind Truhen. Interessant. Soll ich mich darauf Oh, da unten ist noch einer. Wir haben diesen Turm vor uns. Da hinten ist ein Rabe. Hi. So, was passiert? Okay, das funktioniert. Where am I now? Okay, also ich bin jetzt über diesem einen Bereich, wo... Wow. Da ist jetzt ein Loch. Wo ist das Vieh hin, das da ist? Okay, gehen wir mal hier hoch. Wie kann man weiter hoch? Okay, ich denke mal, das Offensichtliche sollten wir als erstes machen. Okay, sweet. Zu dich hatten wir, den Kollegen, der da liegt. Mal ganz kurz eine weitere Sache gucken. Was ist das hier? I don't see anything. Ja. Yeah. Shit, jetzt habe ich es mir vielleicht versaubeutelt. No, let me up. Okay. Dann lass uns mal die Stelle hier ansteuern. Aui. Ja, das war nicht judiziert. Okay. Cracked Red Eye Orb. Oh. Lass mal ganz kurz die Sachen schon mal angucken. Cracked Invade Another World. Oh, ich glaube mit dem Rot, wie wir ja bei der Mildred gesehen hatten, damit kann man vermutlich echte Spieler. Damit kann man vermutlich den... Oh, wir müssen eigentlich auch überlegen, ob man das nicht sogar sofort macht, um versucht, den herauszufordern. Ich gehe davon aus, dadurch, dass es einmal nutzbar ist. Frag ich mich auch, gerade sowas wie White Sign Soapstone. Kann man den nur einmal nutzen? Muss man dann neue kaufen gehen? Gute Frage. Ah, ja genau, und dann wollten wir noch... Ne, was waren das andere? Ach ja, ein Talisman und dann der Morningstar. Morningstar ist natürlich nicht schlecht. Ich habe noch nicht herausgefunden, wo der Talisman ist. Bin ich blind? Okay. Diesmal mit ein bisschen mehr Genauigkeit. Dankeschön. Okay, Homeward Bone. Sollte man da irgendwie dadurch dahin kommen? Möglich. Oha, was ist das da für ein Lichtding? I don't know. Lloyds Talisman. Viermal. So, lass ich mal... Okay, unter den Dingern taucht hier gar nichts auf. Das hier irgendwo vor? Butcher's Knife haben wir mittlerweile, genau. Wir haben einen Morningstar. Talisman, what is this? Medium for casting miracles of the gods. Dann hat Talisman die... Issued to common believers. Interessant. Cast miracles, attune miracles from a scroll at the bonfire. Most miracles have limited number of uses. Eagle shield. Prevents Estus recovery within a limited area. Ist das ein Play-with-Play-Item? Riecht zumindest danach. So, dann lass uns mal den Morningstar anlegen. Ich blind. Morningstar. Ein bisschen schwächer theoretisch als die andere Waffe, die ich bereits habe. Aber ich frage mich natürlich trotzdem. Genau, jetzt muss ich nämlich hier hin. Wir werden vermutlich die Ehre haben, gegen die zwei Dingenswomans, genau, die jetzt hier wiederbelebt worden sind, kämpfen zu dürfen. Achtung, Achtung, Achtung. Yes.
Okay, also interessant zu beobachten. Mit der Waffe zerfallen die sogar. What are you guys doing? Wow, ja. Das war jetzt nicht notwendig. Aber weißt du was? Oh, verdammt, ich hab das Vieh nicht in der oben vergessen. Okay, was ist das? Lass uns mal von hier oben dahin gehen. Jetzt ist es auch hier. Okay, aber es hat mich bisher noch nicht angegriffen. What are you? Wie ich jetzt habe? Okay, es hatte die Platten aufgemacht. Hello. Was it you who rang the bell of awakening? I am the primordial serpent, King Seeker Frant, close friend of the great Lord Gwyn, chosen undead who has rung the bell of awakening. I wish to elucidate your fate. Do you seek such enlightenment? I guess. Very well. Then I am pleased to share, chosen undead, your fate is to succeed the great Lord Gwyn, so that you may link the fire, cast away the dark, and undo the curse of the undead. To this end, you must visit Anor Londo and acquire the Lord Vessel. Uh-huh. Wir wissen, es gibt New Anor Londo Runes. Ist das der gleiche? Ich vermute nicht den gleichen Ort, weil sonst würde er anders heißen. Okay. Lasst mich nochmal. Oh. Max sind sie. Lasst uns nochmal da hochgehen, denn. Und das ist leider, wie gesagt, eine dieser wenigen Sachen, die ich noch in Erinnerung habe. Wir müssen da nochmal hin. Oh, ha, ich hatte jetzt ganz kurz Panik schieben wollen, weil ich vergessen hatte zu rennen. Aber das hat auch funktioniert, gut. Genau. Hier kommt eine lustige Sache. Wie gesagt, das ist eine dieser Sachen, die man vermutlich nicht so schnell selber rausfindet, aber wenn man das halt weiß. Und zwar, wir haben hier das Nest. Curl up like a ball. So. Jetzt sind wir hier. Haben uns als Ei getarnt? Und dann sitzt man hier. Und so kommt man tatsächlich wieder hierher zurück. Ja. Und wie man sieht, so ein paar Sachen haben sich sogar tatsächlich geändert. So, ich meine, es gibt hier noch eine weitere Sache. Und da muss ich vielleicht mal mich reinlesen. Ah, shit. No, nicht treten. Okay, also die sind weiterhin nicht die stärksten. Sag ich ja nicht nein zu. Ah, und hier kommt munter weiter angelaufen, ey. Wow, obwohl ich versucht habe zu blocken, ey. Drecksack. So, und zwar, es gibt hier noch eine weitere Sache, die man finden kann. Lass mich mal gucken, wo das genau ist. Bye bye. Hier ist es, genau. Und zwar ein klein... You
Und wenige Minuten danach meinten sich einfach mal die Dark Souls-Server zu verabschieden. Aber zum Glück konnte man hier einfach wieder reinspielen und alles war in Ordnung. So, ich habe natürlich das ganz kurz ausgenutzt, um nachzugucken, was das jetzt hier genau ist. Und zwar haben wir hier Snuggly. Snuggly gibt einem die Möglichkeit, Gegenstände in das Nest zu droppen. Und wenn man dann hier wieder zurückkehrt, das heißt also durch Besterben oder Spiel neu laden, kann man Gegenstände austauschen. Wichtig ist, die Gegenstände, die in der List existieren, die in der Wiki natürlich hervorgehoben werden, kann man einmal abgeben und man darf auch nur einen Gegenstand auf einmal abgeben. Heißt also, würde ich zwei Sachen abgeben, sei es doppelt, sei es zwei unterschiedliche, würden die einfach verloren gehen. So, ein bisschen wichtig aber auch hier anzumerken ist, hier ist kein wirkliches Trade-System dabei. Das heißt also, wir müssen jetzt hier hingehen und ich habe eine Sache dabei, die wir sogar tauschen können. Dementsprechend machen wir das auch ruhig mal. Hier, Rubbish. Drop. Yes, please. So. Damit haben wir das jetzt da reingelegt. Und werden das später zurückkehren und gucken, ob wir das bekommen dürfen. Beziehungsweise, wenn ich hier noch ein Bonfire finden sollte. Good job, go straight ahead. Das glaube ich nicht. Wenn wir sowas wie ein Bonfire finden, dass ich einfach mal ganz kurz aus dem Spiel rausgehe. Und... okay, da ist einer. Also was? Sicher ist sicher. Und dann einfach hier wieder reinspringe. So, hier sind... sehr viele Bloodstains. Okay, einer von euch. Ihr seid in den meisten Fällen ja noch relativ niedlich. Das hat sich auch erstmal soweit nicht geändert. Gucken wir mal, ob das Bonfire, das man hier normalerweise findet. Okay, man hat definitiv was gehört. Wunderbar, dann nutze ich das mal ganz kurz. Und dann gucken wir doch einfach mal, ob sich da jetzt schon was getan hat. Klar sollte auch sein, genau. Die Dreckskinder sind jetzt alle nochmal respawned. Gerade bei den Feuerkollegen dürfen wir immer nochmal so ein kleines bisschen aufpassen. Wow. Also das finde ich immer wieder interessant. Wenn die groß ausholen und um sich her schwingen. Wie sehr die es dann doch schaffen, einen treffen zu können. Der eine, der da panisch auf einen zurennt. Aber das ist eine natürlich sehr gute Methode, um zu versuchen, einen zu kriegen. Ich weiß nicht, ob die was gedroppt hatten, aber das ist jetzt erstmal Wurst. So, ist das jetzt geändert worden? Hey, ein Titanite Chunk. Wunderbar. So, ich war hier wirklich mal so frei und gehe mal damit in Ordnung, diese Liste hier aufgerufen zu haben. Denn ich wusste, man konnte da irgendwo Sachen reinlegen und Sachen dafür bekommen. Aber welche ist natürlich sehr fies. Ich will einfach mal ganz kurz so ein paar Sachen hervorheben. Es gibt zum Beispiel ein Pendant. Ich glaube, das ist ein Starter-Item. Das kann man abgeben. Rubbish, wie ihr gesehen habt. Es gibt die Möglichkeit, unterschiedliche Moss-Clumps abzugeben. Humanity kann man abgeben. Den Sack könnte man theoretisch abgeben, aber im Großen und Ganzen werde ich das jetzt hier nicht allzu sehr ausnutzen, einfach weil, wie gesagt, ich jetzt weiß, was da im Großen und Ganzen vorkommt. Aber mir war einfach nur wichtig, dass ich nicht hingehe, irgendein Item dahin lege, mit dem das Vieh, was auch immer es sein möge. Ich glaube, man konnte es ja so andersweise überhaupt nicht in dem Nester sehen. Man hatte zwar Eier gesehen, das war's. Mir ist einfach nur wichtig, dass ich nicht sage, oh, ich schmeiße jetzt hier mein Schwert hin und auf einmal passiert dann nichts und vielleicht ist das Schwert dann weg. Das kann ich nicht gebrauchen. Gut. Wir sind wieder hier. Wir wissen, da oben ist eine Tür, die wir noch nicht öffnen konnten. Die werden wir uns demnächst angucken. Aber ich will trotzdem als erstes... erstmal gucken, was passiert, wenn man zum Anfang zurückkehrt.
Ansicht, Captain. Okay. Irgendwo nach unten geht's. Und es ist interessant, so schön, wie das Licht da auf dem Boden reflektiert wird. Ich dachte erst, da wäre irgendein Summoning-Symbol. Okay. Ja, mir missfällt es natürlich sehr, hier zu sehen. Weißt du was? Vielleicht, dass es hier ein bisschen enger ist. Lass mich mal meine andere Waffe, mein anderes Longsword hier wählen. Dann habe ich immer noch eine Trust-Option. Oh. Huha, hi. Okay, also in dem Wasser selber ist niemand. Mhm, okay, also Tutorial-Messages sind auch hier beim Zurückkehren die gleichen. Be wary of tough enemy ist neu hingegen. Oh, hi. Sollte ich versuchen, den hier rauszuziehen? Ich vermute mal schon. Ich gehe nicht davon aus, dass man die mittlerweile aufmachen soll. Oh oh, here he comes. No, no, nicht stehen bleiben. Ja, lass uns den mal hier bekämpfen. Mit ein bisschen Glück ist das die richtige Position für den. Ah, shit, Wasser ist ein Problem. Ah, iaiaiaiai. Mhm. Ja, ich sehe schon. Iaiaiaiaiai. Hi? What the fuck? Who is this dude? Den fand ich jetzt gar nicht lustig. Ist das der Witz, dass der im Endeffekt hier spawnt? Dementsprechend, ich will jetzt ganz bewusst mal umdrehen. Einfach mal gucken. Genau, lass uns mal wirklich hier oben nochmal umgucken. Nicht, dass der irgendwo hier antanzt. Mhm, hi. Ha, der versucht zu treten. Kann sein, dass dem das scheißegal ist, dass ich blocke. Zu einem gewissen Grad, ja. Nice. Okay, wenn der zu Boden geht, ganz kurz hier Estus Flask. Das ist natürlich der ideale Zeitpunkt dafür. Ja, so einen normalen menschlichen Charakter als Gegner zu haben, ist schon etwas ungewohnt. Ja, Drecksack, du. Nicht rest that bonfire, Mann. So einfach das Falsche zu machen. Crest Shield. So, meine Frage ist, ich gehe mal nicht davon aus, dass der respawnt. Aber der kam von hier. Mal sicherheitshalber. Use Item, ja, okay. Wie gehe ich jetzt am besten diesen Ding-Dong an? Weißt du was? Bevor ich da wieder reinrenne, lass uns mal die anderen Bereiche trotzdem mal hier angucken. Sind wir von hier nicht gekommen? Genau, hier sind wir den Weg gegangen, wenn man normalerweise da... Wenn man dann den Weg zur Rettung nimmt, weil man das große Vieh da nicht besiegen soll oder kann. Okay, dann gehe ich mal von aus, dass wenn man das da drüben dann aufmacht, dass man diese Seele daran kommt. So, traut ihr euch nochmal einen Stein darunter zu werfen? Yes, they do. Eine Frechheit. Ja, natürlich ebenfalls gleichzeitig so ein bisschen fies. Ich weiß nicht, welche von diesen Nachrichten neu ist. Ja, okay. Hallo. So, von denen ist, glaube ich, in der Hinsicht keiner neu.
wirklich halt einer von diesen stärkeren Ritter einfach meinte. Wie ist hier einer draufgegangen? Okay, du stehst da oben drauf. Dann hatte die irgendwas von hinten angegriffen und war in dem Gelände. Bist du das, der hier angreift? Oh, hier sind jetzt auf einmal zwei von denen. Hi. Sollte ich mir Sorgen machen? Okay, du hast eine Lanze. Sonst noch irgendeinen Spaß? Der Boden sieht leicht merkwürdig aus. Sollte ich mir Sorgen machen? Ich würde eigentlich, dass du kickst, aber gut. Kann man. Ich hab eigentlich schon wieder gesagt, dass du... Okay, whatever. Ja, mach du nur... Okay, jetzt. Das ist jetzt der Schlüssel, gut. I did it. Yes, you did. And so do I. So, ist jetzt hier irgendwas? Hier ist jetzt die eine Sache. Rusted Iron Ring. What are you? Improves balance on poor footing. Means? Was used to shackle the guilty. It is terribly rusted and faintly stained with blood. Those who find this a strange ring to their liking will be pleased to find it easier to gain footing on poor ground such as swamps. No Hätte man also hier vorher hingehen sollen, bevor man zu Blind Town kommt? So ist das Spiel aber nicht wirklich aufgebaut. Wenn man überlegt, man kommt zu den Depths und dann geht's genau gleich rüber zu Blind Town. Okay, also da muss ich jetzt eigentlich auch nicht wirklich runter. War es das in der Hinsicht? Ich meine, wir können jetzt natürlich nochmal runtergehen. Einfach nur mal rauszufinden. Da waren wir. Ob hier nochmal irgendwas Neues passiert. Wow, no shit. Den fand ich jetzt weniger lustig, aber ich meine, hier kann ich vielleicht ein bisschen einfacher gegen den kämpfen. Okay, aber mit dem neuen Ring. Gucken wir mal, ob Swamp und Water in der Hinsicht auch mitzählt. Wenn ich so ein bisschen Spielraum habe, komme ich mit denen halbwegs zurecht. Warum auch immer ich den jetzt nicht mehr anvisieren darf? Wow. Ich durfte den die ganze Zeit nicht anvisieren. Ha. Red Titanite Chunk. Müsste auch neu für mich sein. Ja. Fire Weapon. Reinforces Chaos. Okay, merken. Wir gehen jetzt hier weiter. Versuchen da nochmal hinzugehen. Mit Schild in der Hand. Hochgehalten, um uns vor eventuellen Angriffen zu schützen. Change Weapons, ja, okay. Oh, war das schon immer hier offen? Was weiß ich hier selber. Hat mich leicht überrascht. Okay, hier ist schon wieder was. Lass uns trotzdem mal ganz kurz hier diesen Ring anlegen. Ich frage mich auch hier, wie da jemand versucht hat, Get Your Shield, ja. Ich setze den mal nicht ein. Oh, hi. Okay, den auch wieder da. Dann lasst uns mal testen. Ach ja, genau. Ich habe ja den einen besiegt gehabt. So, lass mich trotzdem noch heute ganz kurz hier wieder hochgehen.
Große Frage ist, ob der Große es schafft, die Treppen hier hochzulatschen. Okay, das ist immer noch das Vieh, was aus unserer Zelle so gesehen neben uns ist, vermute ich mal. Ja, und dann dürfen wir mal herausfinden, wie zum Kuckuckmann zu dem Vieh hinkommt. Und ich denke mal, das wird die große Herausforderung sein. Zeig mir mal hier drin. Ha, das ist, glaube ich, eine wirklich normale Geschwindigkeit. Da hinten liegt auch irgendwas noch. Komm hier, little shit. Yes. Haha, das sah sehr ulkig aus. Ah, zweimal schon verfehlt. God damn it. Uhuhuhu. Ah, immer wieder gerade so genug an Stamina regeneriert. Dass der nicht die Chance hatte. Lauf doch nicht so hin, dass ich dich nicht einfach mal von hinten angreifen darf. Huhuhuhuhu. Sollte ich hier drin gegen ihn kämpfen? You know what? Let's try. Run away! Kommst du hier hoch? Kannst du die Shit, Captain? Ich hätte kein Problem damit, wenn er weglaufen würde und wir das einfach resetten, den Kampf. Wow, what? Ich hab dem Schaden gemacht, weil ich auf ihn draufgeklatscht bin. Ich will hier gerne raus. Ich könnte... Wow. Irgendwo hängen geblieben. Ich habe geschafft, ihn irgendwie auf den Kopf zu steigen. Damit. Okay. Immer okay, wenn die einfach nur dastehen und nichts tun. Ich stelle es trotzdem leicht unangenehm, gegen den zu kämpfen. Ich glaube nicht, dass wenn ich auf der Erhöhung stehe, der so getroffen werden kann von Backstabs. So, und das war's für ihn, oder? Yes. Aber keiner von denen hat den Anstand, irgendwie besseres Zeug zu droppen. Sehr schade eigentlich. So, ich hoffe mal, da ist jetzt nicht nochmal irgendwas Neues jetzt. Nee. Ja, das ist definitiv der Kollege hier. Ist hier irgendwo die Möglichkeit, da reinzukommen? Camera controls, ja, okay, whatever. Peculiar Doll. Comfort. Ja, wenn man wieder zu Hause ist, schon klar. What is this? Pagulia? No. A strange doll with a strange dress. Oder in a strange dress. There once was an abomination who had no place in this world. She clutched this doll tightly and eventually was drawn into a cold and lonely painted world. Okay, das kenne ich leider auch schon, was das ist. Wo ich nicht sagen kann, wo es genau ist. Ich weiß, es gibt nämlich ein DLC, wo man sich in sowas begeben darf. Und ich meine, die Krux war, dass wenn man zu gut für das Spiel ist, dass man da relativ zeitig hinkommen kann. Und wenn man Pech hat, kommt man da nicht mehr so schnell raus. Glaube ich. Okay, es gibt jetzt noch eine Sache, die man machen oder versuchen könnte. Was wir ganz bewusst hier vermieden haben bisher. Und zwar wirklich einfach in die Mitte von diesem Bereich zu gehen. Gerade dieses Go Straight Ahead war für mich so ein bisschen alarmierend. Aber ich würde sagen, das probieren wir beim nächsten Mal. Heute kommen wir zum Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich verabschiede mich. Und bis dann.